Ja, hallo, da bin ich wieder. Heute mal ein Thema, wo ich nochmal daran erinnern möchte, worüber wir hier eigentlich sprechen. Und in meinem Kanal geht es natürlich um romantische Beziehungen mit Narzisstinnen und Narzissten. Und ich erkläre hier nicht so sehr den narzisstischen Kreislauf an sich, sondern was im Leben so passiert. Und ich möchte hier gerne nochmal auf immer wiederkehrende Kommentare eingehen. Und zwar wird hier immer so sinngemäß drunter geschrieben, dass die Narzissten so eine traurige, schreckliche Erfahrung, traumatisierende Erfahrung, schlechte Kindheit etc. pp. Hatten. Ich habe es in so vielen Videos bereits erwähnt und auch wirklich ausführlich erläutert, wie Narzissten ticken, was Narzissten tun, warum sie es tun und was die Hintergründe sind, dass sie es tun. Was ich in diesem Kanal nicht mache und auch total ablehne, ist, mich damit zu beschäftigen, was Narzissten beschäftigt, was das Leid der Narzissten ist, wo drin sie stecken, wo sie selbst sozusagen auch gerne dran arbeiten würden, vielleicht sogar. Ich lehne es ab. Ich bin dazu nicht bereit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wer narzisstischen Missbrauch kennt und narzisstischen Missbrauch erfahren hat, bei dem wird sich das Mitgefühl auch in Grenzen halten. Und da möchte ich noch mal ganz stark unterscheiden, nämlich zwischen Mitgefühl und alles zu entschuldigen. Das sind zwei verschiedene Themen. Natürlich tun mir alle Menschen leid, die leiden. Und ob Narzissten leiden oder nicht, ist mir egal. Weil ich möchte sie einfach nicht in meinem Umfeld haben. Und darum geht es mir. Und egal, was in deren Gehirn los ist und warum das alles so ist, ist auch nicht mein Problem. Mein Problem ist aber, dass letztendlich, selbst wenn sie kein Mitgefühl haben und dieses Mitgefühl nicht ausgeprägt ist, ist es dennoch so, dass sie immerhin und in jedem Fall wissen, was in Ordnung ist und was nicht. Und wenn die Menschen, die hier zuhören, die haben es doch alle erlebt. Wir wissen doch, wie es war. Deshalb möchte ich mich mit diesen Menschen nicht beschäftigen. Ich beschäftige mich hier ausschließlich nur mit uns. Und ich sage auch nochmal, in diesem DSM, das ist ja eine Kategorisierung sozusagen, wie stark eine Persönlichkeitsstörung ausgeprägt ist. Und das geht ja mit Angststörungen los. Und hört dann irgendwann beim Psychopathen auf. Damit Menschen im Leben erkennen, mit was für Menschen sie es zu tun haben und wie sie selbst, um sich zu schützen vor diesem Verhalten, vor diesem antisozialen, rücksichtslosen Verhalten dieser Narzissten schützen zu können. Und darum baut natürlich dieser Kanal immer aufeinander auf, sodass ihr mehr und mehr lernt, wie Narzissten ticken, was sie tun und wie man sich schützen kann. Und insbesondere, dass man auch merkt, und das relativ frühzeitig merkt, dass man es mit Narzissten zu tun hat. Und das Gute ist, dass dieses antisoziale Verhalten, was aus Lügen, Betrug und Rücksichtslosigkeit besteht, tatsächlich bei fast allen Narzissten absolut identisch abläuft. Darum kann man sie erkennen. Und darum kann man ihnen aus dem Weg gehen und einen riesen Bogen um diese Leute machen. Und ich möchte kein Mitleid mit diesen Menschen haben. Möchte ich nicht. Nicht auf diesem Kanal. Und ich möchte auf diesem Kanal nichts weiter tun, als diese
Verhaltensweisen zu erklären? Punkt aus. Finito. Ende. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Und für mich ist auch eins klar. Meine Tür ist zu. Sie ist zu. Ich bin die Treppe runtergegangen, hab die Tür zugeknallt, buff, bam, und die geht nicht wieder auf. Für keinen einzigen Narzissten in meinem Leben, der mir über den Weg läuft. Und die mir noch über den Weg laufen, im Beruf oder sonst wie, die kann ich ganz schnell erkennen. Und ich weiß, dass der Bogen um diese Leute so groß ist, wie er nur sein kann. Für ihre Verhaltensweisen übernehmen die Narzissten keinerlei Verantwortung. Sie werden alles abstreiten, sie werden alles verdrehen, versuchen sich selbst ins rechte Licht zu rücken und sogar noch versuchen, den anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und sie gehen dabei sogar so weit, dass sie auf Mitgefühl von mitfühlenden Menschen bauen und erwarten, dass wir Rücksicht nehmen für ihr mieses, beschissenes Verhalten, weil wir ja so ein Mitleid mit ihnen haben. Hab ich nicht. Vorbei. Und wenn die das ihr Leben lang schon machen, dann werden die auch immer besser. Sie lügen immer perfekter und werden immer perfekter im Schuldumdrehen. Und was viele vielleicht auch nicht so richtig kapieren, ist, dass Narzissten nicht blöd sind. Das sind teilweise sehr, sehr kluge, intelligente Menschen, die bösartig sind. Und dann soll ich mich damit beschäftigen, dass es ihnen gut geht, mit ihnen Mitgefühl haben, damit sie uns weiter schlecht behandeln können? Sorry, nicht mit mir. Sie benutzen andere Menschen ohne Rücksicht auf die Folgen, die das für diese Menschen hat. Es ist sogar noch viel schlimmer. Sie tun genau das Gegenteil. Wenn es dir schlecht geht, behandeln sie dich noch schlechter, damit sie kriegen, was sie brauchen. Brauchende Menschen. Deren Erfolg basiert nur darauf, dass sie auf den Köpfen der anderen Menschen nach oben getrampelt sind. Und wenn du sie dann noch konfrontierst mit ihrem Fehlverhalten, werden sie sich entweder rächen oder sie drehen es komplett um, sodass du als der Depp und die Schuldige dastehst oder der Schuldige bist. Sie zeigen keinerlei Reue für ihre Missetaten. Und wenn sie es bereuen, dann nur, weil ihnen nicht das gelungen ist, was sie von dir haben wollten. Das ist die einzige Reue, die sie hatten. Dass sie nicht alles gekriegt haben, was sie wollten. Weil vielleicht, man möge es kaum glauben, andere Menschen schlauer sind als sie und ihren Mist, den sie verzapfen, aufdecken. Für mich gibt es da gar keinen Zweifel und gar keine Frage. Ich möchte sie nicht in meiner Nähe und in meinem Umfeld haben. Ich will es nicht. Und wenn man da mal raus ist und wirklich geheilt ist, dann kapiert man auch, wie bekloppt man in Wirklichkeit war, dass man auf diese Lügen rein. Und wenn man da irgendwann wirklich mal raus ist, dann begreift man auch, wie bösartig sie gewesen sind. Und ich persönlich, ich bin da raus. Ich kann innerlich kein gutes Haar an diesen Menschen lassen. Und alle die sich weiterhin mit diesen Menschen beschäftigen wollen und weiterhin Kontakt haben wollen und eine Lösung finden wollen, um mit diesen Menschen zusammenzuleben, so what? Es ist nicht mein Problem. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier die Kommentare lese, wie ihr an euch arbeitet, wie ihr euch da reinhängt, wie ihr jeden Tag darum kämpft, von diesen Menschen loszukommen. Und ich weiß, wie es ist. Ich habe das erlebt.
Aber glaubt mir, dahin, niemals mehr möchte ich dahin zurück. Ich nicht. Und ich hoffe, dass es euch motiviert, an euch zu arbeiten und diese Leute aus eurem Leben rauszuschmeißen. Weg! Bäm! Meine berühmte Tür. Zu damit! Trauert lieber nicht um diesen Menschen, sondern um die Lebenszeit, die verloren gegangen ist und die ihr mit diesen Menschen verschwendet habt. Erstens in der Zeit, als ihr mit denen zusammen wart, und zweitens in der Zeit, als ihr wieder gesund werden musstet, wieder heilen musstet, in eure Kraft zurückfinden musstet. Das ist das Einzige, worum ihr euch kümmern solltet. Und was die Narzissten haben oder nicht haben, ob sie eine schlechte Kindheit hatten oder nicht. Sie haben sich verhalten, wie sie sich verhalten haben. Und der Rest ist mir ehrlich gesagt, mir persönlich, wirklich schnurzpiepegal. Sondern ich analysiere ihr Verhalten nur aus einem Grund. Um sie aus meinem Leben raushalten zu können. Mehr Gründe gibt es für mich nicht. Weil, nochmal, Narzissten sind nicht blöd. Sind sie nicht. Die sind wirklich sehr, sehr oft sehr, sehr klug. Darum sind sie auch so erfolgreich. Und dadurch, dass sie handeln, wie wir nicht mal denken können, sind sie natürlich in vielerlei Hinsicht auch erfolgreich. Weil sie ja so rücksichtslos sind und ihren Scheiß durchdrücken um jeden Preis. Auch zu deinen Lasten. Und das muss heute nochmal gesagt werden. Wirklich, arbeitet an eurer Heilung und von diesen Menschen wegzukommen. Und nicht daran, wie ihr sie zurückbekommen könnt, weil das geht. Ihr könnt sie zurückhaben. Ihr könnt sie wirklich zurückhaben. Was dann aus euch wird, keine Ahnung. Ich, für meinen Teil, nochmal, würde es nicht wollen. Das war heute nochmal eine richtige Kopfwäsche. Musste vielleicht auch mal sein. Und man muss sich eben manchmal wirklich, und das meine ich auch so, am Riemen reißen und diszipliniert daran arbeiten, sich daraus lösen zu können. Das hat was mit Disziplin zu tun. Wie alles im Leben. So. Jetzt wünsche ich euch weiterhin die Kraft und auch den Mut, da auszusteigen. Bringt diese Kraft auf. Verwendet die Kraft, das bisschen, was ihr habt, wenn ihr da jetzt noch so tief drin steckt. Nicht für diese Person, sondern wendet sie für eure Heilung auf. Und mich ärgert es unglaublich, dass ich bei allen Videos, wo es nur um Narzissten geht und wie sie sich verhalten und was sie tun und wie sie es nicht tun, da habe ich tausende von Klicks. Aber da, wo es wirklich ums Heilen geht, da ist es manchmal nur ein Viertel. Und ich mache das hierfür nicht für Geld, für gar nichts. Ich mache das total freiwillig, weil ich selbst dieses Wissen gesucht und gebraucht habe, um heilen zu können. So, jetzt aber wirklich Schluss. Macht's gut und ich hoffe, meine Message ist angekommen. Bis dann. Tschüss.